der Gegenstoß, die Möglichkeit für den HC Lugano und die Führung für den HC Lugano durch Sebastien Reuille. Sebastien Reuille mit seinem allerersten Scorerpunkt und entsprechend auch dem ersten Tor in der Champions League. Hier diese Möglichkeit, Rückblatt zuvor mit einem exzellenten Pass, hier mit einem Fehler und dann eher ein unkonventioneller Abschluss.